Wann stellt Apple das neue iPhone vor und wann könnt ihr es kaufen? Wird es noch teurer als bisher? Wie geil ist die neue iPhone-Kamera wirklich? Und will uns Apple mit dem neuen Design jetzt völlig verarschen oder was? All das nach dem Intro. Lass uns heute über die neuen iPhone 11 Modelle sprechen und die wichtigsten Fragen zum Release, Preis, Design, Specs zur Kamera und vielem mehr klären. Fangen wir auch gleich mit einer der wichtigsten Fragen an. Wann kommt es denn überhaupt das neue iPhone? Seit 2012 stellt Apple seine neuen iPhone-Modelle immer im September vor, meist zwischen dem 7. und 12. September. Statistisch gesehen wählt Apple als Präsentationstag entweder einen Dienstag oder Mittwoch. Das würde für dieses Jahr bedeuten, dass der 10. oder 11. September als Stichtag in Frage käme. Der 11. September ist aufgrund der Terroranschläge von vor 18 Jahren eher unwahrscheinlich, also könnt ihr in eurem Kalender schon mal ein dickes rotes Kreuz beim 10. September eintragen. Ein weiteres Indiz für den 10. September kommt übrigens von Apple selbst, denn in der neuesten und somit 7. Beta-Version von iOS 13 hat Apple vor wenigen Tagen einen File namens Hold for Release versteckt. Dabei handelt es sich um einen Screenshot des iPhone-Bildschirms und wenn man einen genauen Blick auf die Kalender-App wirft, steht da Tuesday 10, also Dienstag der 10. Somit sollte der 10. September als Präsentationstag so gut wie sicher sein. Absolute Gewissheit bekommen wir natürlich erst, wenn Apple die offizielle Einladung zum Keynote-Event verschickt, aber darauf sollten wir auch nicht mehr allzu lange warten müssen. Bis ihr das iPhone 11 in den eigenen Händen halten könnt, dauert es dann nochmal so um die 10 Tage, zumindest war es in den letzten 3 Jahren so. In den letzten Jahren legte Apple den Verkaufsstart der neuen iPhones immer auf einen Freitag. Wenn das dieses Jahr genauso ist, und davon gehen wir jetzt einfach mal stark aus, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass Apple das iPhone 11 am Freitag, den 20. September offiziell verkaufen wird. Im Gegensatz zu letztem Jahr sollen alle neuen iPhone-Modelle übrigens denselben Verkaufsstart haben. Also fangt schon mal an zu sparen, denn das iPhone 11 wird sicherlich nicht günstig. Eigentlich kann man schon ganz gut vorhersagen, wie viel Geld Apple wohl in diesem Jahr für das iPhone 11 verlangen wird. Werfen wir dafür mal schnell einen Blick in die Vergangenheit. Die ersten beiden iPhones, die 2007 und 2008 auf den Markt kamen, konnte man in Deutschland übrigens nur in Kombination mit einem Vertrag kaufen. Erst im Juni 2009 begann Apple mit dem iPhone 3GS die Handys auch separat und unabhängig von irgendwelchen Verträgen in Deutschland zu verkaufen, und zwar ab 519 Euro. Über solche Preise können wir heute leider nur noch lachen, denn mit jedem neuen Modell hat Apple jährlich die Preise erhöht. Die einzigen Ausnahmen: iPhone 4S, 5C, SE und 10R. Mit Ausnahmen dürfen wir dieses Jahr aber wohl nicht rechnen, ganz im Gegenteil. Mit dem iPhone 10 hat Apple zum ersten Mal die 1000 Euro Preisgrenze für ein Smartphone überschritten. Wenn man sich die Preisentwicklung der letzten Jahre anschaut, würde das iPhone 11 ab 1200 Euro kosten. Hier haben wir eine realistische Preiserhöhung von 50 Euro einkalkuliert. Und wir sprechen hier nur von der kleinsten Speichervariante. Deutlich teurer wird es dann noch, wenn ihr mehr Speicherplatz haben wollt, was wiederum wegen eines neuen Kamera-Features nicht ganz unwichtig werden könnte, aber dazu gleich mehr. Die Frage ist, ob Apple die Messlatte in Sachen Preisgestaltung mit dem iPhone 11 noch einmal höher legt oder ob irgendwann dann auch mal eine Grenze erreicht ist, die selbst Apple seinen treuen Kunden nicht zumuten will. Wir hoffen natürlich, dass Apple vielleicht sogar mal wieder den Preis senkt oder zumindest nicht stark erhöht. Der Startpreis von 1200 Euro ist natürlich rein spekulativ. Warten wir mal ab, was am Ende wirklich dabei rumkommt. Ein höherer Preis wäre natürlich mit neuer, vielleicht auch mal wieder revolutionärer Technik zu erklären. Aber was wird denn überhaupt in den neuen iPhones an Technik drin stecken? Auch wenn das neue iPhone mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein Top-Smartphone werden wird, eines wird es ganz sicher nicht. Revolutionär. Sollte eigentlich nur heißen, wir werden bei der Keynote jetzt kein iPhone mit faltbarem Display wie bei Samsung oder Huawei zu sehen bekommen. Dafür verbessert Apple die inneren Werte des Smartphones. Nach dem A12-Chip, der im iPhone 10S zum Einsatz kam, setzt das neue iPhone 11 vermutlich auf den neuen Prozessor A13. Der wird Gerüchten zufolge wieder im 7-Nanometer-Verfahren geproduziert, wodurch er sehr leistungsstark, aber gleichzeitig stromsparend arbeitet. Die neuen iPhones bekommen außerdem eine neue Taptic Engine. Die wird vor allem für optimiertes Haptic Touch benötigt, das 3D-Touch ablösen wird. Ab iOS 13 und iPadOS 13 vereinheitlicht Apple nämlich die Gesten. Man muss jetzt nicht mehr feste, sondern lange drücken. Nachdem die Klinkenbuchse mit dem iPhone 10 verschwand, stellt sich nun die Frage, was ist mit dem Ladeanschluss? Ob Apple tatsächlich weiter an Lightning festhält und nicht wie beim iPad auf USB-C wechselt? Tja, das ist noch nicht so ganz raus.
USB-C brächte etliche Vorteile, auch bei der Ladegeschwindigkeit. Und dann würde auch endlich mal dieses lahme 5-Watt-Netzteil verschwinden. Weil bis so ein iPhone mal wieder bei 100% Akkuladung angekommen ist, dauert es wirklich ewig. Das geht bei vielen Android-Geräten deutlich schneller. Die Konkurrenz hat Apple auch bei der Kamera das letzte Jahr alt aussehen lassen, aber das soll sich jetzt ändern. Unser Kameravergleichstest von Herbst 2018 hat gezeigt, dass das iPhone XS die beste Kamera hat. Okay, die Konkurrenz hat im Vergleich nicht viel schlechter abgeschnitten, aber trotzdem. 5 Monate später sah das aber schon wieder ganz anders aus. Huawei und Samsung haben deutlich nachgelegt und dank Super Zoom und Weitwinkelkamera konnte sich das iPhone XS in diesen Kategorien überhaupt nicht mehr mit der Konkurrenz messen. Aber das soll sich jetzt ändern, denn Apple spendiert dem iPhone 11 eine Weitwinkelkamera. Das wurde aber auch endlich mal Zeit. Somit müssen auf der Geräterückseite 3 Kameras Platz finden. Leider wird sich dadurch auch das Design verändern, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. In den aktuellen Modellen steckt eine 12-Megapixel Dual-Kamera inklusive Teleobjektiv. So gut wie sicher ist, dass sich dazu jetzt noch eine 3. Kamera mit Weitwinkeloptik in einer quadratischen Anordnung gesellen soll. Haben Huawei und Samsung ja auch schon. Schön, dass Apple jetzt auch nachzieht. Aber, und jetzt kommt's, was die Konkurrenz bisher nämlich nicht hat, ist ein Feature, das Smart Frame heißen soll. Der Anwender soll dann bei der Nachbearbeitung das Bild besser zuschneiden und die Perspektive ändern können, ohne wesentliche Bildinformationen zu verlieren. Diese Funktion erinnert auch an die Bokeh-Funktion bei den aktuellen iPhone-Modellen. Hier könnt ihr ja auch schon den Unschärfe-Effekt einstellen, nachdem ihr ein Foto gemacht habt. Und das gleiche soll nun auch für den Bildausschnitt und die Perspektive gelten. Wenn jetzt also gleich mehrere Perspektiven mit einem Foto aufgenommen werden sollen, können wir uns gut vorstellen, dass solche Fotos auch mehr Speicherplatz brauchen. Und weil Apple ja bekanntlich keine MicroSD-Karte zulässt, müssen vor allem fleißige Hobbyfotografen eventuell zum iPhone mit größerem Speicher greifen, das natürlich wieder mehr Geld kostet. Oder ihr weicht in dem Fall auf die Cloud aus. Grundsätzlich klingt das aber nach einem ziemlich coolen Feature, das ich auch selbst unbedingt mal ausprobieren muss, denn wenn das funktioniert, dann haben die Ingenieure bei Apple wirklich gute Arbeit geleistet. Im Gegensatz zur Designabteilung, die haben dieses Jahr leider etwas, sagen wir wie es ist, verkackt. Das Design ist natürlich wie immer Geschmackssache. Bisher waren wir von Apple ein minimalistisches Design gewöhnt. Aber wenn man aktuellen Rendernbildern glaubt, die so im Netz kursieren, da kann man sich schon fragen, ob Apples Chefdesigner Johnny Ive freiwillig gegangen ist oder wegen dieses Designs gefeuert wurde. Klar, die Kameras müssen schon auf der Gerätrückseite Platz finden, aber irgendwie wirkt dieses Design erstmal recht gewöhnungsbedürftig. Während die Konkurrenz auf meistens längliche Kamerasysteme setzt, hat Apple sich wohl oder übel für eine quadratische Kameraanordnung entschieden. Eine solche gibt es zum Beispiel auch beim Huawei Mate 20 Pro. Der Designer Philip Gulkasian hat dahingegen ein Konzeptdesign entworfen, das auch mehrere Kameras beinhaltet, die aber horizontal am oberen Geräterrand platziert sind. Auch wenn dieses Design wohl nichts mit der Realität zu tun haben wird, finden wir es auf den ersten Blick doch irgendwie gelungener. Denn der Vorteil bei dieser Anordnung, liegt das iPhone ohne Case auf dem Tisch, wackelt es nicht, wie es bei aktuellen iPhone-Modellen der Fall ist. Und genau hier stellt sich die Frage, wie Apple dieses Problem mit dem quadratischen Kameradesign lösen möchte. Bei manchen iPhone-Dummies, die bereits im Netz zu sehen sind, zeigt sich, dass die Kamera wohl nicht mehr ganz so stark aus dem Gehäuse herausragt, wie noch beim iPhone XS. Über die Frontkamera weiß man dahingegen noch gar nicht so viel, diese wird sich wohl aber wieder in einer Notch befinden, die mit dem neuen Modell vielleicht etwas kleiner ausfällt als bisher. Wir sind gespannt, was Apple sich da hat einfallen lassen. Nichtsdestotrotz, spätestens bei einem der 3 neuen iPhone 11 Modelle hätte Apple auch gerne mal das Design ändern dürfen. Die Rede ist natürlich vom Nachfolger des iPhone XR, welches vielleicht den Namen iPhone 11R trägt. Erste Dummy-Aufnahmen zeigen, dass das iPhone 11R genau wie das iPhone 11 und 11 Max dieses große quadratische Kamerasystem auf der Rückseite hat. Allerdings hat das 11R Gerüchten zufolge nur eine Dual-Kamera, heißt also eine Kamera weniger bei gleichem Platz. Warum Apple diesen Weg gehen könnte, ist verständlich. Somit schafft Apple einen klaren optischen Unterschied zum iPhone XR, man kann die Geräte also auf Anhieb unterscheiden. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr bereits, dass Apple dieses Jahr gleich 3 neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen wird. Das iPhone 11R, das iPhone 11 und das iPhone 11 Max, bei dem bezüglich der Namensgebung noch fleißig spekuliert wird. In diesem Jahr müssen wir uns nämlich vielleicht an einen weiteren Namen für das große iPhone gewöhnen. Wie der Leaker CoinX auf Twitter per rhetorischer Frage ins Spiel bringt, wird eines der neuen Geräte dieser Saison den Namenszusatz Pro bekommen, also vermutlich iPhone 11 Pro.
CoinX hat bereits im letzten Jahr die Namen der drei Modelle richtig vorab benannt und auch weitere Details gewusst. Trotzdem ist ein Pro als Namenszusatz mit Vorsicht zu genießen. Allerdings würde Apple damit auch eine Vereinheitlichung über seine Produktpalette schaffen und Bezug zu iMac Pro, MacBook Pro und iPad Pro herstellen. Also so ganz unrealistisch ist das wiederum auch nicht. Natürlich gibt es noch viele weitere Spekulationen und Gerüchte rund um das neue iPhone 11. Diese findet ihr in dem Artikel, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Was sagt ihr denn zu dem iPhone 11? Ist es was für euch? Welche Features würdet ihr euch denn noch wünschen? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.